Das sieht da mal richtig schön schnieke aus. So, was bedeutet denn dieses Gesicht? Illness. You feel something coming on, but you are not quite sure what it is. Also uns geht es nicht gut, uns ist schlecht. Irgendwas ist im Anmarsch, aber wir wissen halt nicht was. Okay, was haben wir denn schon wieder alles hier im Inventar? Das sind Pinesy, das ist für Bäume, das ist auch gut. Wartet mal, können wir da eigentlich gleich mal... Dann pflanzen wir hier vorne hin. Dann haben wir immer wieder Holz, das ist perfekt. Ich würde gerne nämlich auch noch solche Spikes machen. Was kosten die denn? Spikes. Okay, Iron Spike. Oh Gott, oh Gott. Ne, das sollten wir nie hinkriegen. Nicht so schnell. 20. Okay, dann wird es echt Zeit, dass wir hier mal ein paar Bäume pflanzen. Und wir müssen irgendwann mal auch ordentlich wieder Holz. Fällen. So rum. 1, 3, 4. Bei 4. Bisschen auseinander, oder? Zack. Okay, perfekt. Bei unserem gebuddelten Tunnel hier. Ansatz. So, jetzt haben wir erstmal wieder 4 Bäume gepflanzt. Das wird natürlich dementsprechend dauern. Was haben wir denn hier? Kaffeesamen. Das dauert auch noch. Wir brauchen echt mehr zu essen. Okay, das brudelt hier noch. Was haben wir hier? 2 Fleisch. Machen wir das mal aus. Zack. Munition ist wichtig. Essen genauso. Papier. Kann man das nicht stacken? 250, okay. Wozu man das auch immer braucht. Das müssen wir raus. Aloe Vera Creme. Was wollten wir damit? Damit wollten wir Verband herstellen, oder? Aloe Vera Creme. Achso, das war ja im Inventar. Mein Fehler. Verband. Stoff. War da irgendwas noch mit? Da. Nicht das, oh, nicht das nötige Rezept dazu. Dann machen wir es halt mit Stoff. So, einen Verband haben wir. Den können wir eigentlich auch gleich nutzen, weil 54 von 100, rat mal. So. Pflanzenfasern können wir gleich hier lassen. Messing. Ich würde mal was trinken. Wasser haben wir gerade genug. Leder, Tierfette, Knochen, Federn, Aloe Vera. Das kann man lassen, das kann man lassen. Das lassen wir und das kann noch weg. Was kommt hier rein? Okay, hier haben wir die Pflanzenfasern. Boah, ganz schlimm. Hier eine Ordnung reinzukriegen. Gute Nacht. So. Okay. Willst du mich verarschen? Achso, das war Kaffeesamen. Meine Schuld. Gut, das ist die... Da hauen wir das hier mit rein. Müssen auch echt mal, wir kein Stahl mehr, ne? Beziehungsweise Eisen.
Wir brauchen Eisen, wir brauchen Essen. Man kann doch Fahrzeuge craften, oder? Hier haben wir doch Teile. Okay, haben wir auch schon Blei. Ach, hier ist Eisen. Okay, das nehmen wir mal mit. War falsch. Kann ich das jetzt reparieren? Ah. Ja, sehr gut. Unser Prügel ist erstmal wieder repariert. Wie das klingt, unser Prügel. Okay, ich hab. Wenn wir das schon hier drin haben, machen wir das auch hier rein. So. Für was braucht man Papier? Das ist auch so eine gute Frage. Das passt hier nicht so rein. Messing können wir hier reinhauen. So. Für Klamotten oder so haben wir. Okay, erste Hilfe. Alles klar. Gut, hier können wir noch mehr Verbände draus machen. Und die Munition hebe ich auch für die Waffe. Perfekt. Let's go. Verbände sind echt wichtig. Oh, halt. Dann können wir das in den Medizinschrank mitmachen. Da. 6 Verbände haben wir. Ach, das soll das mal reichen. Das ist zum Bauen. Das würde ich. Verband machen wir hier hin. Und bauen wir hier. Zack. So, als nächstes. 2 Punkte. So, warte, stopp, stopp, stopp. Hier müssen wir gucken. Intelligent. Teas and Coffees. Das würde ich auf jeden Fall machen. You can craft bicycles. Intelligenz 4. Oh, 4. Intelligenz 4. Okay, da fehlen uns noch 2. Gut, 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 gut. Okay. Aber wir sind erstmal gewappnet. Essenstechnisch. Ja, gut, Hammer. Wir müssen mal Richtung hinter die Stadt. Ich glaube, da gibt es so ein Maisfeld. Da würde ich jetzt gerne mal hingehen. Das war dieses geschmiedete Eisen oder wie das war. Gut. Wir pfeifen uns mal so ein Ei rein. Auch wenn das jetzt nicht sehr viel bringt. Wir brauchen was Ordentliches zu essen, ey. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo es zum Maisfeld geht? Mais? In die Richtung? Dankeschön. Geht doch. Oh Mann. Die ne. Was ist mit dem los? Springt denn der durch die Gegend? Hi. Alles gut bei Ihnen? Sie springen so durch. Die Gegend. Was ist das hier eigentlich? Kann man das? Man kann. Lecker. Oh Gott. Oh Gott. Das ist eine fette Sau. Oh Gott, er hat uns nicht gesehen. Aber die junge Dame, hallo. Ja, was denn? Nee, ich bin nicht so für Umarmung. Nein, nicht umarmen. Oh, stress nicht. So. Ja, da sind sie aber. Da sind sie niedergeschmettert, hä?
Hey. Oh nein. Oh, okay. So, haben wir hier schon mal geguckt? Nein. Okay. Das hätten wir uns noch sparen können, ne? Gut, hier gibt es also noch ganz viele Autos für Eisen und so. Falls uns das mal ausgeht. Ach so, leer. Okay. Was ist das? Baumwolle? Alright, wir können Baumwolle anbauen. Das ist natürlich gut. Leer. Ich sollte vorher lesen. Warte mal, hier haben wir eine Baustelle. Nee, hier war die. Wo ist denn die Baustelle? Da vorne. Gucken, vielleicht hat man da irgendein Glück, was zu bekommen. Wir können hier natürlich die ganzen Häuser durchlooten, aber. Oh, nett. Die sind ja erst richtig von Zombies übersät. Sieht alles so friedlich aus, aber in Wirklichkeit, was bist du? Bruchsand, okay. Baumwolle, meins. Ja, moin. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Okay, ist nichts leider. Nicht hier. Leere Dosen. Ein freundlicher Zombie von dem... zwei freundliche Zombies von dem Mann. Und der dritte kommt gerade. Da müssen wir wohl los, sprach der Lorsch. Guten Tag, können Sie mir... Ja, können Sie mir sagen... Wenigstens die Zombies passen hier dazu zur Baustelle. Können Sie mir sagen, wo es zu den Maisfeldern geht? Ne, man ist unhöflich hier, ne? Berufsgenossenschaft, guten Tag. Nie alle auf einmal, ich verstehe es nix. Genau, haut euch mal selber wieder, das ist sehr vorteilhaft. Oh, vier Zombies. Könnten Sie jetzt mal... Einer nach dem anderen... Es gibt auch Gesetze, an die sich zu halten haben. So, schönen guten Tag. Sie sind der Aufseher? Nein, Sie sind der Aufseher? Wie, der Aufseher ist nicht da. Was machen Sie denn hier? Ohne Aufseher dürfen Sie nicht arbeiten. Mittagspause jetzt. Let's go. Genau. So wollen wir das haben. Brav, Jungs. So, du suchst die neue Workbench. Zementmixer. Und zerstörten. Oh, oh, kann man? Kann man? Bringt nichts, ne? Schade, ich habe gehofft, dass man hier vielleicht Zement kriegt. Naja. Falsch gedacht halt. So, wir gucken mal auf der Baustelle. Ich möchte eigentlich mal gucken. Ich habe gehofft, dass es gleich hier Werkzeuge wie Hammer, Axt oder so hier gibt. Müssen wir jetzt aufpassen. Ich weiß nicht, ob das alle Zombies waren. Von der Menge her schon, würde ich sagen. Wow, eine Tasche, wo nichts drin ist. Boah, das... Okay, hier sehen... Zombies. Wir haben eine Höhle gefunden, so wie es aussieht. Da gehen wir gleich mal hin. Ah, ein Feuerchen, das ist gut. Wenn uns kalt wäre. Benzinfass, können wir mitnehmen. Okay. Warum kann man das hier nicht abbauen? Oder muss ich das gleich... Es fehlen halt die Sachen... Oh doch, oh ja! Ist das Beton? Betonmischung, yes! Es lohnt sich absolut nicht, das abzubauen. Wow, wieder mal gerade Einsatz. Da geht unsere Stamina eher runter als alles andere. So, und dann Ei erstmal hinterher. So, jetzt ist das Ei schon mal alle. Na gut, das lohnt sich nicht wirklich. Ich denke mal, wir brauchen das richtige Werkzeug dazu. Gut, hier waren wir. Also in der Hinsicht habe ich mir mehr erhofft von der Baustelle.
Eine Tür. Naja, gut. Die zugemauert ist, okay. Gut. Knüppel. Willst du mich verarschen lassen, Bär? Fluchtweg. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und ganz viel Stamina. Das ist ein Bär. Stamina. Ja, ist klar, du passt hier durch, oder was? Willst du mich verarschen? Au, au. Wie hält denn der Scheißbär aus, allein? Oh, das war eine echt dumme Idee, glaube ich. Uah, vor allem hier wieder runter zu springen. Da ist ein Zombie, du willst dich jetzt nicht mit mir anlegen, oder? Da ist ein fucking Bär, Alter. Da ist ein fucking... Au. Au. Das war's. Wir sind tot. Ja, nicht ganz. Wir können uns noch versorgen. Ich glaube, der klemmt da hinten fest. Jetzt ist er, hat er sich festgepackt. Hier sind Kisten. Nice. Keine, wir gucken mal. Weißt du noch nicht, wie wir aus der Masse hier rauskommen? Aber wir nutzen die Chance mal. Wir sollten uns vielleicht zum Loch stellen, dass man auch sieht, wenn der Zombie kommen sollte. Uah. Hallo Bär. Wie sich rein durchquetscht, ne? Okay, der Bär scheint da aber nicht hochzukommen. Wie sie gerade durch die Decke geploppt. Nee, lass das Haus hier ganz. Ich bin hier drüben. Komm her. Du Unhöflicher, du hast mir ja wehgetan. So. Wir haben aber 12 nur noch an Healing. Der Verband bringt nichts, ne? Wow, mit der letzten Kugel oder was? Willst du mich verarschen? Böser Bär. Das müsste aber fettes Fleisch geben, ey. Kein Fleisch, nur Tierfett? Verdorbenes? Ah, so ein Zombiebär oder was? Zu früh gefreut. Okay. Wir haben es aber hier gesäubert. Ich sehe schon 19 Uhr. Wir brauchen gar nicht weiter. Wir können dann wieder leicht zurückgehen. Ah, Mann. Ich höre einen Zombie schon wieder. Nicht, dass wir wieder hier in die Zeitfalle tappen mit 22 Uhr. Nein. Oh, was zu essen. Wow, geil. Essen ist wichtig. Der Gegenstand muss repariert werden. Natürlich. Zack. Bis jetzt ein bisschen was Werkzeug, waffenmäßiges oder so. Nicht wirklich. Benutzen. Ja, damit steigt auch die Gesundheit wieder. Perfekt. Ich höre schon wieder Zombies. Hey, Cowboy Johnson. Bisschen mehr benehmen hier, ja? Schlimm. Ganz schlimm. So. Dann. Ne, hier war nicht. Wo ist der Ausgang? Hier war der Ausgang. So, das auf dem Werkzeug oder so ist ausgeblieben. Naja. Aber wir haben ein bisschen was zu essen bekommen. Das ist schon mal viel wert.
Für was braucht man bitte Baumwolle? Oh, Garage, die offen ist. Da hinten ist bestimmt irgendwo ein Zombie. Gesperrt. Können wir nichts zu suchen. Okay, wir gehen wieder raus. Wir gehen zurück. Bevor es wirklich von der Zeit zu eng wird. Dann ist Schneelandschaft. Kann man das so suchen? Die Platten? Nein. So. Müll durchwühlen beim Nachbarn. Holz. Alles, was nicht wirklich hilft, ne? Ja. Der Nachbar Müller hat schon wieder den Müll nicht rausgestellt. Und Nachbar Inge? Hey, das schleift aber, das schleift aber. Heute ist Müllab vor. Könnt ihr nicht machen. So. Das ist noch der Fette, der immer noch rumrennt. Gehen wir mal aus dem Weg. Mann. Leer, okay, haben wir schon. Hab ich doch richtig gehört. Noch sind die Zombies langsam. In anderthalb Stunden sieht das anders aus. Deswegen, wir müssen jetzt nach Hause. Keine Abschweife mehr, sonst wird es wieder kritisch. Wir sterben wieder umsonst. Ein Häs. Bitte lass es noch. Ja, neu sein. Ja, und es gibt wieder ein Ei. Sehr schön. Können wir wieder ein Ei kochen? Sieht so friedlich aus. Doch so gefährlich. Okay. Können wir? Sollten wir? Wo? Cotton. Das ist aber keine Saat, ne? Ja. Das heißt, wir müssten... Warte mal. Samen. Seed. Cotton-Seed. Können wir natürlich wieder nicht herstellen, weil wir das erforderliche Rezept noch nicht erlernt haben. Ich frage mich, wie man das lernt. Gut. Dann mal reinmarschiert. Zack. Das ist sowas von überflüssig. Brauchen wir hier nicht extra aufheben. Was haben wir hier noch? Jo, das ist echt viel. Blei. Zack. Gut, dann sortieren wir das erstmal, würde ich sagen. So viel Platz haben wir ja gar nicht. Dosen. Munition. Munition. Noch mehr. Ich freue mich. So. Auf jeden Fall. Zack. Das ist zum
Essen da. Das ist, das kann man hier hin. Alles, was so vergammelt ist. Zack, hier ein Knochen. Juckerfrucht. Dreimal Beton, immerhin. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Nochmal ein Knochen. Oh. Gut, hier kommt Bau. Nee, Baumaterial nicht, sondern Pflanzensachen. Lehmige Erde. Bruchsand. Nee, das ist ja keine Bauabteilung hier. Hatten wir nicht? Wo ist es denn? Ach, hier, die haben wir hier unten. Mein Fehler. Zack. Gut. Ich würde hier gern. Kann man? Kann man. Kann man das aber auch wieder selber machen? Fackeln. Jawohl. Dafür brauchen wir Holz. Stofffetzen. Und Tierfett haben wir. Tierfett haben wir ja. Das war nicht viel, aber für 4 Fackeln reicht's. Jawohl. Dass wir ein bisschen Beleuchtung wenigstens haben. Zumindest da, wo wir es bräuchten. Das dauert eine Minute, können wir erstmal weiter sortieren. Dieses Loch, das stört mich echt. So. Lehmige Erde haben wir jetzt 297. Einmal Bruchsand. Das war's. Es ist 22 Uhr. Die Gefahr ist auf der Straße. Ach, hier haben wir ja gar keine Tür, ne? Das hat man. Die Eisentür hat man jetzt nicht irgendwo, ne? Negativ. 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 Negativ, okay. Schade. Gut. Stahlschaufel, Eisenschaufel. Was ist denn besser, Stahl oder Schaufel? Stahl oder Schaufel. Eisen oder Stahlschaufel. Meal Damage 16. Na, ist das schon besser. 13. Okay, das könnten wir zerlegen. Ja, das können wir auch zerlegen. Holzknüppel. Den heben wir mal auf, falls wir keinen Eisenknüppel mehr ordentlich machen können. Schraubenschlüssel 1. Ah, okay, perfekt. So. Glas. Hatten wir nicht Glas? Glasscheibe. Werkzeug. Machen wir hier hin. Hülsen. Zack. Zack. So. Batterie. Blei. Benzin, kommen wir hier hin. Entschuldigung, Papier. Oh, nochmal Papier. Angelblei. Das können wir hier mit reinmachen. Kleber. Beton schon nicht. Benzin fast nicht. Das auch nicht. Warum ist das alles so doppelt gemobbelt? Benzinfass. Haben wir hier eine Erklärung dazu? Benzinfässer können zu Benzinkanistern gefertigt werden. Sie können auch an
angeschossen und in die Luft gejagt werden, um eine Falle zu stellen. Ein Fass entspricht 600 Einheiten Benzin. Wow. Ausrüsten, Rezept. Ja, dann fertig immer. Eins. Eine. Oh, 600. Nice. Das ist gut. Alles klar, also immer die roten Fässer mitnehmen. Dann kriegen wir 600. Sag mal, 600 Liter raus. Das ist sehr gut sogar. So. Alles so doppelt gemobbelt, ey. Ja. Essen. Jetzt haben wir aber ordentlich Essen hier dabei. Können wir auch mal eins davon essen. Das würde ich gerne so behaupten. Behalten natürlich. Ne, Beton schon nicht. Das hier so. Stofffetzen. Baume 2, okay. Dann hauen wir den Stofffetzen hier rein. Leder, zack. Das war zum Bauen, genau. Betonmischung. Hier müssen wir rein. Ich glaube, wenn wir das zerlegen, kriegen wir Messing, oder? Hier kriegen wir Blei. Zack. Ich glaube, so war das. Legen wir auch. Rezepte, was kann man damit machen? Für einen Viertrag Accessoires. Okay. Nett. Sehr nett. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was wir gekriegt haben. Ich glaube Eisen, oder? Egal. So, das Bleirohr tun wir hier hin. Rezepte. Konserve mit Wasser. Ölschiefer. Okay, Dosenfleisch. Oh, das haben wir Zucker. Aber das können wir bestimmt wieder nicht herstellen, weil... Okay, die Dosen heben wir mal auf. Beim Essen. Zack. Weil da kann man anscheinend Essen draus stellen. So. Ich würde gerne hier einmal ein Ei kochen. Dankeschön. So, und jetzt noch das hier hin. Gut, 5 leere Krüge haben wir. Können wir ja wieder bald auffüllen gehen. Diese Jetons. Einstellung aus Jugendcasinos nach der Seuche um den Krieg wurden diese Jetons zur Hauptwährung in Messing, genau. Zack. Ich weiß ja nicht, ob wir das wirklich brauchen. Ich tue das mal hier mit rein in die private Truhe. So. Verbandhammer. Das sieht alles gut aus. Perfekt. So, wir sind natürlich. Ach, siehst du. Wir sind natürlich jetzt zeitlich eingesperrt. Müssen wir mal ein bisschen schauen, was wir jetzt machen. Tür. Tresortür. 12 geschmiedete Eisen. Eine Eisentür brauchst du geschmiedetes Eisen, gesicherte. Wow. Wow, wow, wow. Komm, fertig. Dann nehmen wir halt die Holztür, wenn wir nichts anderes kriegen. So, hier wird schon gern. Hallo, ich sehe nichts. So, jetzt. Sollte man vielleicht auch mal eine Fackel machen. Das Haus hatten wir auch noch nicht gesäubert, ne? Also müssen wir aufpassen. So rumrennen, großartig können wir hier gar nicht. Kann ich das, wenn ich jetzt das hier habe, ja? Aufwerten. Oh, nice, das geht. Nice. Okay, soweit können wir das aufwerten. Perfekt. So, wir haben noch 3 Fackeln. Da würde ich eine gerne hier hin haben wollen. Und eine...
hier hin, dass wir ein bisschen Licht haben, dass wir nicht die ganze Zeit Fackeln in der Hand halten müssen. Kann ich die jetzt auch noch aufwärmen? Nein. Brauchst du ein besonderes Eisen. Gut. Da wir jetzt zurzeit gar nichts zu tun haben, bauen wir das Auto ab. Und dann am nächsten Tag benutzen. Dankeschön. Gehen wir mal zu dem Händler, würde ich sagen. Reise zur Siedlung. Finde Trader. 700 Meter, das sollten wir schaffen. Die ist kaputt. Die ist ja kaputt gegangen. Was ist da denn los? Was wir wieder für Sachen kriegen? Eieieiei. Ordentlich. Das lohnt sich. Ja, die Stamina wieder. Die Stamina. Ich würde hier, was ist das? Wildbretentopf. Okay. Da muss ich ordentlich Pfeffer geben hier. Für die Gesundheit nichts? Doch jetzt, aber ganz langsam. Warum auch immer. So. Gleich ist das also weg. Oh. Und wir haben ein Loch. Ach, die Hebebühne fehlt quasi. Die ist da unten. Und die hat... Hä? Irgendwie haut das nicht ganz hin. Okay. Gut. Wir haben 10 Holz. Wow. Nicht so viel auf einmal. Oh, das Ei müsste schon längst gekocht fertig sein. Jawohl. Perfekt. Ausschalten. Wir müssen Holz sparen. Beziehungsweise ich klaue mir jetzt das hier. Viel können wir damit gerade eh nicht anfangen. Wie viel kriege ich denn hier? Holz. 16. Naja, macht mal. Zur Absicherung. Überall liegt dieser Müll rum, Leute. Hört mir auf hier. Was ist denn? Wir haben bis noch. Ja, Fackeln haben wir verteilt. Tierfett. Haben wir keins mehr? Kann man Tierfett irgendwie herstellen? Tier. Warum ist das alles so groß? Geht nicht nur. Ist klar, weil es vom Tier kommt. Okidoki, dann. Ich merke mir das nicht. Hier. Nee, falsch. Da. Papier kommt dahin. Spikes sind gut, das ist perfekt. Und Mechanical Parts. Autokühler aus Messing. Es läuft, es läuft. Und der Motor fehlt noch, ne? Wir können ja gleich mal gucken. Stofffetzen. Hier ist echt arschdunkel. Zack. So, Stofffetzen hat man hier reingepackt. Verband. Erste Hilfe Verband. Dankeschön. So, das hier hin. Das kann Amboss. Okay. Das gehört zum Bauen. Beziehungsweise der Amboss. Ja, den können wir dort lassen. Zack. Zack. Und du kommst. Nee, du bleibst da. Das hier wollte ich haben. Gut, dann haben wir das schon mal aufgeräumt. Wir bräuchten echt auch hier eine Fackel. Aber dann habe ich keine Fackeln mehr. Das so gut ist.
und dorthin, ne? Dass man die Tür auch sieht. Da, man kann es jetzt so nicht immer mitnehmen, ne? So. 14:30. Das dauert dort noch halt etwas. Haben wir einen... Oh ja, einen weiteren Punkt. Das mussten wir auf Stufe 4 kriegen, glaube ich. Zack. Crafting ist 15% schneller. Das ist gut. Ja. Intelligent Level 4, ja. Also noch ein Punkt und dann... Ne, das war's nicht. Hier. Auch ein Punkt. Dann können wir Vehicles bauen. Ein Gyrocopter. Ein Fahrrad, ein kleines Bike, Motorrad, einen Truck und ein so eine Art Helikopter. Also mit hier diesen zwei kleinen Propellern. Das ist natürlich. Nö. Oh Gott. Wir müssen XP farmen. Ohne Scheiß. So. Fünf. Ich kann hier Kleber kochen. Flasche trübes Wasser. Okay. Kaffee würde ich gerne machen. Gold. Goldrutentee. Okay. Flasche Wasser. Okay. Flasche trübes Wasser. Oder eine Kartoffel wäre auch schön. Oh. So. Vierzehn Minuten oder was? Ne, das war blöd. Zack. Ja, 14 Minuten Brennstoffzeit, okay. Antibiotika. Ist natürlich. Oh, schimmeliges Brot. Das haben wir natürlich nicht. Was ist das denn? Natürliches Antibiotika, Heidelbeeren, Pilze, Chrysanthemen. Ach du Kacke, Spiritus geht's auch. Maismehl, Flasche Wasser. Wenn man mal wüsste, was das Beste ist, ne? Ach, hier haben wir noch Talg. Für Kerzen und Feuerpfeile verwendet werden. Okay, das ist erstmal gut zu wissen. Was ist Science? Snowberry Joes. Okay, das hilft uns in der Kälte zu überleben. Alles klar. Wir gucken mal kurz bei Essen. Da hatten wir, glaube ich, alles durch, ne? Konserve mit Wasser. Okay. Oh Mann. Oh, Maisbrot. Da brauchen wir Maismehl und Flasche Wasser. Das könnte man machen, da bräuchte man bloß, wie gesagt, das Maisfeld. Oh yes, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nee, brauchen wir nicht. Können wir hier so lassen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Und wir nehmen den hier. Immer wenn wir hier sind, können wir den abnehmen. Knüppel aus dem Sack, hätte ich fast gesagt. So. Gut. Es sieht ja soweit gut aus. Ich würde sagen, wie gesagt, wir gehen jetzt in diese Richtung. Und klären mal die Situation vor Ort mit diesem Trader, mit diesem Händler. Müsste eigentlich das Schnee, genau, das Schneegebiet kommen. Oh, Müll. Sehr damit.
Mal gucken, was wir so. Steine ist, glaube ich, auch immer gut, wenn wir Steine haben. Wir brauchen ja auch immer zum Reparieren. Ja, super. Wir machen los und es fängt an mit Regnen. Ist ja nicht so, dass es schon im Schnee kalt genug ist. Nein, es muss auch noch regnen. Ja, und ich sehe schon wieder Zombies. Riesenlulatsche. Wenn wir das überleben. Hallo, uns ist kalt. Wir sind nass. Und du gehst mir auf den Bart. Auf den Bart. Aua. Unhöflich. Du sollst mir doch nicht wehtun. Komm her. Alter, das hat einfach eine Rage, ey. Der hat eine Armlänge. Okay. Weiter geht's. Ja. Ei. Geht dann nichts über ein schönes, frisch gekochtes Ei. Nur die fertigen, die zum Beispiel die bunt angemalten sind, auch relativ lecker. Aber ich finde, frisch gekochte Eier schmecken noch ein Ticken besser. So. Noch ein Nest. Bitte lass ein Ei drinne sein. Ja. Na, es geht. Oh. Oh, oh. Auch wenn die nichts viel bringen. Also zumindest Bedürfnisse erfüllen. Genau. Ist sicher zumindest das Überleben. So, das ist ein Lager. Das ist nicht, wo wir hin müssen, oder? Nein. Wir bleiben bei unserer Route. Wer weiß, was da alles drin ist. Okay. Das ist ja meine Base. Wenn das. Ist das hier? Müssen wir hier hin? Map. Gucken auf der Map. Ja, wir müssen hier hin. Und links ist der Eingang, habe ich gesehen. Ja, das ist doch meine Base. Was ist denn jetzt? Sind wir gerade weggespawnt worden? Aber wir machen mal eine Fackel an, dass uns ein bisschen warm wird. Hallo? Ja, wir waren da und weggespawnt. Hat man hier nur zeitlichen Zugriff drauf? Frage. Ja. Sobald du dich hier näherst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön, wir sind hier in der Pampa. Jawohl. Was, ich kann hier nicht abbauen? Oh, da hinten ist ein Haus. House of... Hier kann ich abbauen, okay. Also ich vermute mal, dass man nur zeitlich Begrenzung hat zum Zutritt dieses Händlers da drinne. Weil wir werden jedes Mal weggespawnt, wenn wir uns nähern. Guck mal, um 6 können wir mal gucken. Ich weiß nicht. Man macht so einen auf. In der Apokalypse. Von 12 bis 12. Ich weiß es nicht. Wir nutzen die Chance einfach. Wir fahren mal ein bisschen Holz. Oh. Gucken, was wir noch so in der Gegend entdecken. Gibt zwar nicht viel XP, aber immerhin etwas. Und die Axt ist gleich kaputt. So, haben wir gleich mal repariert. So, wir haben es um 6. Wir gucken mal. Fackel. Es ist schon wieder kalt.
gesperrt. Ne, wir werden immer noch weggespawnt. Alles klar, jetzt hat er geöffnet. Dann sagt es er gleich. Stimmt, hier ist ein Open-Schild. Alles klar, jetzt haben wir auch nicht weggespawnt. Nice. Ja, das ist ja mal eine geile Base. Stahl verstärkt, beziehungsweise Eisen verstärkt. Die Wände. Hast du hier einen Überblick überall hin? Das ist ja mal richtig geil. Okay. Das ist richtig geil gebaut. So, ich möchte hier. Da ist noch eine Tür. Da kann ich nur rumlaufen, oder? Ja. Boah. Was ist das denn? Okay, können wir untersuchen. Das dauert relativ lange. Was ist da drin? Und. Tada! Munition. Ich sag dazu jetzt gerade mal nichts. Ich weiß, dass mir kalt ist. Spiel, das brauchst du mir nicht sagen. Wir müssen auch noch den Händler finden. Aber ich würde mich ja gerne erstmal schnell umgucken. Der wird da drinnen sein, da wo oben steht. Das heißt, wenn man auch zu lange hier drin ist, wird man irgendwann rausgeschmissen. Wenn wir schon weggespawnt werden, weil noch geschlossen ist, wirst du definitiv, denke ich mal, rausgeschmissen werden. Oh, eine Feuertonne. Okay, es ist verdammt kalt. Wir gehen mal rein. Wo war das Schild? Hier. Ah, Tür zu. Alle hältst du Zombies? Okay, okay, das macht mir alles. Egal. Du bist der Trader? Ja. Can I see your inventory? Do you have any jobs? Never mind. Hello friend, how can I help you? Zeig mir mal dein Inventory. Und jetzt haben wir das ganze Geld gar nicht mit, aber wir haben ja eh nicht so viel. Stahlgerüste, 50. Pflastersteine, was es denn ja alles gibt, ey. Vorhang 1 oben. Nachtsicht 4000. Alter. Oh, oh, oh. Geschmiedeter Stahl 100. Alter, was hat der denn für Preise, ey? Messingwasserhahn. Maschine 20. Naja, halt die Fresse. Kann man das? Darf man das? Ja, natürlich, ne? Was man nicht darf, dann kriegt man dieses komische Piepton. Und irgendwo draußen ist ein Zombie am Machen. Wow, eine Dose! Klar, ist gut, das ist schon mal in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und hier oben haben wir noch was. Würden wir einfach mal mit, wa? Solange der nichts sagt. Was hat denn der für ein Tresor, bitte? Wie komme ich denn da dran? Komme ich da ran? Was ist das? Schmiede. Okay. Nehme ich natürlich sehr gerne mit. Die ist eh kaputt. Destroyed. Zum Kamin wäre natürlich auch was richtig Geiles für uns. Da geht's raus. Das wollen wir nicht. Uns ist immer noch arschkalt. Ein Doppelbett. Ein Mülleimer. Mit einem Zettel. Den können wir nicht mitnehmen. Eine Tasche. Stoffbeinschienen. Das möchte ich mir gerne mal angucken. Kommen die da hin? Tatsächlich. Cool. Ja, ist ja kein Wunder, dass es kalt ist. Bei der kurzen Hose. Okay, hier ist ein Schlafsack. Dieses Beep. Nachdem, das ist immer das Geräusch, weil man es hier nicht abbauen kann. Das heißt, dieses Haus ist sicher. Man kann es nicht zerstören, das Haus. Ja, wenn ich hier zuhaue, rein theoretisch wird es abbauen, aber hast du mir dieses Piepgeräusch. Das ist bei dem Zombie genauso.
Das heißt, dieses Lager ist safe. Es kann nicht abgebaut werden. Das heißt, hier kommen keine Zombies rein. Deswegen ist das auch gerade etwas nervig. Muss ich gestehen. Aber gut zu wissen, dass man hier safe ist. Zumindest, solange hier kein Zombie reinkommt. Muss man natürlich auch dazu sagen. Wo ist denn diese nervige... Ah, das ist so... Federn. Es ist schon wieder extrem rot, ne? Stoff. Ich möchte mir auch gerne umgucken hier. Da ist aber noch eine Kiste. Nichts. Nichts. Nichts ist besser als gar nichts. Aber es tut weh halt. Oh, mal hier drüben. Hat das eine Ding, eine Leiter? Ja, hat's. Gut. Dann können wir hier mal reinklettern. Weil wenn es keine Leiter hätte, würde ich jetzt hier nicht runtergehen. Ist dies ein Secret? Ich weiß, dass mir kalt ist. Die kann ich nicht abbauen, ne? Ja, schade. Stimmt. Unsere ersten Pilze und wir können die nicht... Wow. Nichts. Benutzen. Okay. Alles klar. Hier kann man gewisse Sachen herstellen. Benzinkanister. Aus Ölschiefer. Schimmeliges Brot. Verbandskasten. Okay. Das gehört dazu, alles klar. Gut, okay. Kann ich natürlich nicht mitnehmen. Wo geht's hier lang? Haben wir schon. Zombie, der ist schon ein bisschen... Komm ich jetzt hinter dir? Ah, schade. Da kommst du direkt beim Tresor raus. Aber hier ist abgesperrt und du kannst nicht abbauen. Okay. Aber den Weg hätten wir schon mal gefunden. Nice, okay. Gut, dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Wir könnten uns hier einen Job geben lassen, um Geld zu verdienen, aber... Ich denke mal, dass die Bezahlung wird sehr, sehr, sehr spärlich sein. Da sollten wir die Zeit lieber in andere Sachen investieren. Hier hinten war noch was. Das möchte ich mir gerne noch angucken. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Okay, das kostet wieder. Workbench, eine Zerstörung. Dörte, okay. Kommt man hier hoch? Okay. Schauen wir mal. Hier ist noch so eine Kiste, die ewig dauert. Raketenfragment. Sag nicht, man kann auch einen Raketenwerfer sich bauen. Okay. Das wird lustig. Ist halt die Frage, wann man das machen kann. So. Okay, ansonsten sind wir hier, wie gesagt, durch. Nur das Wetter ist echt arschkalt. Wir müssen wieder zurück. Bin ich hier rein? Ich möchte mich noch kurz aufwärmen. Ach ja. Wedding Machine. Okay, was ist? ...30 Spieltage. 2500. Natürlich. Kostet ja nichts. Nee, lass mal gut sein. Das riech ich mir nach Abzocke. Ansonsten sind wir hier. Bitte, was hast du gesagt? Ich kenne dein Geheimfach. Ich weiß, wie du hier rein und rauskommst.
Ist nur die Frage, wie man an den Rand kommt und ob überhaupt. So, ansonsten haben wir echt hier schon alles. Haben wir hier? Ja, haben wir. Gut. So, jetzt ist unsere Wärme natürlich wieder aufgefüllt, aber sobald wir draußen sind, glaube ich. Ich gucke nochmal oben. Ich glaube, sobald wir draußen sind, ist es wieder vorbei damit. Oh, Kerzen. Stimmt, Kerzen können wir auch herstellen. Ein Schlafsack. Die Tür zu, ist kalt. Hier hinten waren wir schon. Jawohl. Gut. Dann heißt es Abmarsch Richtung nach Hause. Zeit nutzen vielleicht. Schaffen wir es noch mit ins ins Maisgebiet.